Er zählt zu den besten Leichtathleten, die Österreich je hervorgebracht hat. In den 70er und 80er Jahren ist Dietmar Milonik auf der Langstrecke in der Weltspitze mitgelaufen. Höhepunkt seiner erfolgreichen Karriere war die Goldmedaille bei der Europameisterschaft 1986 im 3000-Meter-Lauf. Heute feiert er seinen 65. Geburtstag. Das Energiebündel aus Kärnten stammt aus bescheidenen Verhältnissen. Den Laufsport sieht als Chance, Größeres zu erreichen. Ich komme aus einer armen Familie, aber eher aus einer Familie, die damals auch zu kämpfen gehabt hat. Und ich muss sagen, Leichtathletik war eine Sportart, die eigentlich, wenn man anfängt, kein Geld braucht, wie vielleicht Tennis oder Eiskunstlauf oder ähnliches. Das Einzige, was man braucht, sind am Anfang gute Schuhe und den Willen zum Trainieren. Und das war vorhanden. Miloniks Stern geht bei den Olympischen Spielen 1980 auf. Also der Schlüsselpunkt waren sicher die Olympischen Spiele in Moskau mit meinem 6. Platz, wo ich da wirklich in die internationale Klasse vorgestoßen bin. Und von da an habe ich wirklich ein Leben leben dürfen wie ein richtiger Profisportler. Ich bin in alle Wettkämpfe reingekommen, bin auf allen Kontinenten gelaufen. Und der Höhepunkt war natürlich der Hallen-Europameistertitel 1986 in Madrid. Eine Goldmedaille, die in seiner erfolgreichen Karriere noch gefehlt hat. Milonik hat ein starkes Finish. May führt, kommt aber jetzt nicht heran. May in Führung, Milonik ist Zweiter. Campos oder Milonik? Und erst Milonik. Milonik oder May? Und Milonik gewinnt. Milonik wird hier Europameister. Eine fantastische Leistung des 30-jährigen Kärntners. Dein größter internationaler Erfolg. Mir hat das Laufen rundherum so viel gebracht und mir macht es auch vom Sport her so viel Spaß, dass ich es nicht allein nur in Medaillen messen kann und in Zeiten messen kann, weil ich einfach in der Zeit, wo ich Leistungssport gemacht habe, für mich Erkenntnisse gewonnen habe, die eben darüber hinausgehen. Diese drei Herren sind dafür verantwortlich, dass die Leichtathletik in den 80er Jahren einen in Österreich noch nie dagewesenen Höhenflug erlebt. Gemeinsam mit Wolfgang Konrad und Robert Nemeth bildet Milonik ein Trio, das regelmäßig für internationale Spitzenplätze sorgt. Wir waren sehr unterschiedliche Charaktere, aber wir haben auch Ziel gehabt, gut zu werden. Und wir haben uns auch im Großen und Ganzen wirklich extrem gut verstanden. Wir haben voneinander extrem profitiert. Und es war damals wirklich die Hochblüte der Leichtathletik. Es war einfach sehr viele Persönlichkeiten, Carl Lewis, Sebastian Coe, Steve Ovett und, wenn man weiter sieht. Das war natürlich, die Stadien waren voll, es hat geboomt. Erst spät, mit 40, gründet Milonik eine Familie. Seine beiden Töchter sind mittlerweile erwachsen und in die Fußstapfen des Vaters getreten. Der Papa war früher sehr erfolgreich. Meine Schwester und ich machen auch denselben Sport. Also in unserer Familie gibt es natürlich keinen Tag ohne Leichtathletik. Der Vater als Vorbild und Betreuer, eine Situation, die nicht immer frei von Konflikten ist. Wenn man selbst Vater ist bei Töchtern, ist das immer eine sehr gefährliche Sache. Also ich habe mich wirklich gelernt, zurückzunehmen. Ich war am Anfang sicherlich ein bisschen, habe ich mich zu viel reingemischt. Und das ist nicht gut. Beruflich ist er seiner großen Leidenschaft treu geblieben, als Manager bei einem großen Sportartikelkonzern. Die Pension ist allerdings noch kein Thema. Ich bin in der glücklichen Lage, noch arbeiten zu dürfen mit 65 Jahren. Ich bin noch nicht in Pension und auch nicht in Sportpension, betreibe eigentlich relativ regelmäßig Sport und fühle mich auch ganz wohl dabei. Und deswegen gilt für das Geburtstagskind damals wie heute die Devise: Der Weg ist das Ziel. Keep on running.